Aber er hätte so viel Wucht bekommen, also da wäre auf jeden Fall irgendwas Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ob er gestorben wäre. Kann ich mir aber vorstellen. Perfekt. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, ich bin gerade aufgestanden, habe mich ein bisschen fertig gemacht und es geht auch direkt los nach Hildesheim, denn ich muss ein paar Sachen erledigen, unter anderem auch Frühstück einkaufen. Ich habe nichts mehr zu Hause und der Kühlschrank ist leer, deswegen muss ich auf jeden Fall mir Frühstück besorgen. Ihr kommt natürlich direkt mit. Achso, ihr werdet auch gleich sehen, es ist noch relativ früh. Ungewohnt für mich, aber wie schon gesagt, ich habe einige Sachen zu erledigen. Let's go. Normalerweise viel zu früh für mich, Leute. Ey, was ist denn hier los? Nein! Das kann doch nicht sein! Ey, wenn es eins gibt, was ich hasse, dann ist es Stau. Oh, Leute, guckt euch mal diesen Himmel an. Wie geil sieht das bitte aus mit diesem rot gefärbten Himmel? Puh! Dafür lohnt es sich doch früh aufzustehen, oder? Okay, nein. Eigentlich nicht. So schön ist er dann auch nicht. Die Baustelle hier gibt es auch schon seit 20.000 Jahren. Die geht auch nicht vorbei, Alter. Ihr merkt schon, ich liebe Staus. Leute, es ist ja noch relativ früh, deswegen brauche ich jetzt erstmal ein bisschen was zum Frühstücken. Das werde ich jetzt natürlich einkaufen. Zu Hause zeige ich euch, was es dann wird, denn ich zeige euch mal einen kleinen Geheimtipp für ein richtig geiles, gesundes Frühstück. Nicht, dass ihr denkt, ich mache hier irgendwie einen auf Ernährungsberater, aber gesunde Ernährung ist wichtig, Leute, und deswegen zeige ich euch das mal. Einkaufswagen darf natürlich wie immer auch nicht fehlen. Ich nehme mal die hier anstatt die da draußen. Ist immer leichter, weil dafür braucht man keine 1-Euro-Stücke oder was weiß ich. Deswegen passen die immer besser. Hä? Hey. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Die Geheimwaffe, Leute. Ah, Hilfe! Der Tank ist gleich leer. Leute, hier steht zwar 115 Kilometer Restreichweite, aber... Kurze Storytime. Ich hatte letztens genau den gleichen Vorfall und dachte so, ach, 115 Kilometer, easy, gar kein Problem. Fahre ich noch ein bisschen, tanke ein paar Kilometer. Ja, rat mal, wer absolut auf der Straße stehen geblieben ist und seine Mutter anrufen musste, damit sie ihm einen Tank vorbeibringt. Genau, ich auf jeden Fall nicht. Ja. Alles klar, Digga. Die Rettung, Leute. Dieses Mal habe ich es ohne Zwischenfälle geschafft. Gucken, ob ich überhaupt rumkomme. Ja, doch, das passt. Und los geht's. Zu Hause wieder angekommen. Jetzt zeige ich euch mal, aus was das Frühstück besteht. Wir haben Äpfel, Orangen, Weintrauben, Bananen, Haferflocken und den Alpro-Joghurt. Wie schon gesagt, Leute, ich will jetzt nicht als Ernährungsberater oder so irgendwie rüberkommen, aber ich finde halt gesunde Ernährung wichtig und deswegen möchte ich euch das natürlich auch zeigen, wie ich mich ernähre, beziehungsweise einen Teil davon zumindest. Und probiert es auch mal aus, weil ich kann euch sagen, Chacuzel, dieses Frühstück, einfach Bombe. Ich packe die Sachen jetzt alle mal in einen Topf zusammen und dann zeige ich euch mal, wie das richtig geil aussieht. So sieht das Ganze dann aus. Für mich sieht es lecker aus. Ich kann aber auch verstehen, wenn das jetzt nicht ganz so appetitlich für den einen oder anderen wirkt. In der Tat. Aber Leute, es ist krank gesund. Das haue ich jetzt auf jeden Fall weg. Let's go! Leute, ihr könnt sehen, ich bin umgezogen. Ich habe andere Klamotten an als vorher. Nein, doch. Hat auch einen Grund, denn ich war mit Henry und Kyle, beziehungsweise eigentlich mit Arthus zusammen, bei Henry. Kyle ist dann spontan auch dazugekommen. Was wir genau da aber gemacht haben, das könnt ihr auf deren Kanälen sehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder zu Hause, es ist schon etwas später, aber nun ein ganz anderes Thema. Und zwar, ich habe mich letztens mit meinem kleinen Bruder, liebe Grüße übrigens von ihm, mit meinem kleinen Bruder habe ich mich letztens darüber unterhalten, was wir eigentlich schon krasses erlebt haben. Und da ist uns eine Story wieder in den Sinn gekommen, Leute. Also diese Story hat es auf jeden Fall echt in sich. Mein Bruder ist an dem Tag wirklich fast gestorben. Also es war wirklich extrem knapp. Aber ich würde sagen, bevor ich euch jetzt alles erzähle, hole ich einfach meinen Bruder und ich lasse meinen Bruder erzählen, weil der kann das um einiges besser erzählen. Kurz hier im Zimmer über eine Story und dann kann ich online kommen. Also hey, Businessman. 15 Minuten. Ich krieg zu viel Anrufe von der ganzen Crew. Benno, was geht erstmal? Alles gut?
Ich habe den Leuten gerade schon gesagt, wir haben uns ja letztens über die Story in Vinzenburg unterhalten. Weißt du, welche ich meine? Hier mit der Schlucht, mit der, wo wir runter mal gesprungen sind. Ja, ja, safe, safe, ja, safe. Ja, safe, die, ja. Ich habe den Leuten gerade schon erzählt, wie knapp das eigentlich an dem Abend war. Und dass du denen das jetzt ein bisschen erzählst. Beziehungsweise ich werde anfangen und dann erzählst du denen das. Bist du dabei? Safe, Junge. Dann setz dich hin, Bruder. Okay. Mach es dir gemütlich. Genau so. Voll heiß hier. Kann ich noch einen Pullover ausziehen? Du weißt, warum es heiß ist. Wegen mir, ich weiß. Nee, nee, nee. Weil ich so heiß bin, wird es hier auch so heiß. Ja, also entweder wegen Freddy oder wegen mir. Also laber keine Scheiße hier. Wir erzählen jetzt die Story, Junge. Ja, okay, so. Mann, Junge. Was ist los mit dir? Was willst du? Was willst du? Deine Kamera. Also, wir sitzen hier jetzt gemütlich. Mein Bruder und ich. Ich fange am besten mal an, oder? Ich fange ein bisschen an zu erzählen. Ey, Junge, mach dich nicht so breit hier, Junge. Mit Stress oder was? Flexig. Junge. Ah, du lachst, ich mach dich raus. Oh, die Kamera. So, musst du mal ganz kurz wieder zeigen, wer der Papi ist? Ich bin der Papi. Wir fangen jetzt aber auch an mit der Story. Und zwar, wie hat das Ganze begonnen, Leute? Ben und ich, wir machen halt jedes Jahr im Prinzip mit unserer Familie mit ein paar Freunden von unserer Familie so einen Ausflug ein Wochenende lang, wo wir an dem Wochenende dann halt zusammen zelten, zusammen wandern gehen, zusammen angeln gehen, was auch immer so. Irgendwas in der Natur halt so. Und damals war das halt in dem Ort, wo wir das immer machen. Also im Prinzip war unten eine Schlucht, auch mit einem Bach und allem. Und dann konnte man den Berg im Prinzip so hochgehen. Und das haben wir halt gemacht, alle zusammen. Sind auch hochgegangen und mein Vater, wir waren damals noch ein bisschen jünger auf jeden Fall. Und mein Vater hat damals halt auch schon gesagt so, passt auf jeden Fall auf, dass ihr hier nicht ausrutscht, weil wenn ihr ausrutscht, dann wird es auf jeden Fall extrem gefährlich. Da kann auf jeden Fall viel passieren. Und wir haben uns natürlich keine Sorgen gemacht, wir waren ja auch jung, haben da jetzt nicht so drüber nachgedacht. Und der kleine Junge war natürlich noch viel kleiner als jetzt eben. Im Prinzip ein Winzling, weil der ist ja jetzt immer noch ein Winzling. Ah, Kappa. Wir sind dann halt hochgegangen und haben dann die Wanderung fortgesetzt. Ich kann ja erzählen erstmal, wie es von mir war und dann erzählt Ben im Prinzip von seiner Situation. Und zwar bin ich vorne gegangen und ich habe hinten auf einmal nur so ein, also das war so eine Schlucht, wo lose Steine waren. Also man musste so lose Steine so hoch, so Gebröckel im Prinzip. Und auf einmal höre ich, wie sich dieses Gebröckel löst. Ich gucke nach hinten und ich sehe einfach nur noch, wie im Prinzip Ben ausrutscht und diesen Berg runterrutscht. Ihr müsst euch vorstellen, das war halt wirklich steil. Also wenn man da einmal ins Rutschen kommt, dann stoppt man halt nicht mehr so, ne? Und das große Problem war auch, das war genau an der Stelle, wo es am steilsten war. Und er ist im Prinzip dann runtergerutscht. Und kurz bevor es wirklich richtig gefährlich wurde, also kurz bevor er wirklich, also ohne zu übertreiben, du weißt, glaube ich, also... Also man muss sagen, ich hatte schon ein bisschen Todesangst, weil ihr müsst wissen, das ging... Warte ganz kurz, Cam ein bisschen. Ja. Ich bin wirklich ganz ehrlich, ich hatte am Anfang, also als ich diesen Schock bekommen habe, hatte ich wirklich in den ersten Sekunden richtig Todesangst, weil ihr müsst wissen, das ging da wirklich steil ab, war um sich rum erstmal gar nichts gesehen, war einfach nur in dem Moment geschockt, ist runtergefallen, so, also so richtig runtergefallen und man hatte wirklich total Angst, Todesangst, wusste gar nicht, was jetzt los ist. Also ich hatte übelst Angst und wusste jetzt erstmal gar nicht, wie ich das überleben soll, so, was war übelst schlimm, wirklich. Ja, vor allem auch von der Orientierung, weil du hast ja gar nichts gesehen. Ja, ich war komplett überfordert irgendwie so. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten wirklich extrem großes Glück, beziehungsweise Ben eigentlich extrem großes Glück. Und Glück im Unglück, weil er hatte natürlich Unglück, dass er ausgerutscht ist, aber Glück, weil es war wirklich auf einer Länge von diesen, von so 10 Metern war es halt wirklich am steilsten, wo Ben dann auch ausgerutscht ist. Und auf dieser Strecke von den 10 Metern war direkt in der Mitte war da ein Baum mit so einem Gestrüpp. Und Ben ist ausgerutscht und ist dann im Prinzip schräg diesen steilen Abhang runtergerutscht und ist genau auf die Stelle gekommen, wo dieser Baum und dieses Gestrüpp war. Und dieser Baum und dieses Gestrüpp, das hat Ben im Prinzip aufgehalten, bevor er in diese Schlucht halt runtergefallen ist, beziehungsweise nicht runtergefallen, er wäre halt gerollt, aber er hätte so viel Wucht bekommen, also da wäre auf jeden Fall irgendwas Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ob er gestorben wäre, kann ich mir aber vorstellen, aber es wäre auf jeden Fall so gewesen, dass Ben auf jeden Fall Verletzungen davon getragen hätte. Habe ich ihn halt, also ich war runtergefallen, hab's halt gesehen, dann bin ich perfekt, also wirklich, da war man perfekt aufgehalten, da hatte ich nochmal übelst Glück, weil ich bin halt runtergerutscht, hab schon so gesehen, das geht dann immer schneller ab, und dann war wirklich dieser Baum, und ich hatte übelst, ich bin wirklich straight darauf zu, und dann hat mich der Baum übelst aufgehalten, da hatte ich nochmal übelst Glück gehabt. Aber es war echt, also man hatte übelst Schock, vielleicht kennen das manche, wenn du einfach ganz normal so bist, und einmal im nächsten Moment, auf einmal passiert das, wisst ihr, was ich meine so? Und dann ist man echt, also das ist schon ein krankes Gefühl so. Ja, man steht einfach unter Schock. Du warst ja auch erstmal ein, zwei Minuten danach warst du kaum noch ansprechbar. Also das ist so schlimm, Leute. Man ist dann so erstarrt von der Situation, weil man gar nicht weiß, was abgeht. Echt übel zu schlimm. Ja, Leute, das war die Story, von der wir euch erzählen wollten. Beziehungsweise von der ich euch erzählen wollte, weil Ben und ich darüber gesprochen hatten. Leute, ich verabschiede mich auch direkt hiermit. Wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr mehr Real-Life-Stories von uns hören wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal natürlich, um weitere Videos nicht zu verpassen. Normalerweise sind das nicht solche Videos, sondern vor allem Challenges und normale Vlogs, wo ich mein Leben mit euch teile. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Folgt natürlich Ben auch auf Instagram, genauso natürlich auch mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ja. Haut rein, Leute. Normalerweise...